Herzlich willkommen zu diesem Video. Du möchtest wissen, wie du es schaffen kannst, aus der Angebotsvergleichbarkeit rauszukommen. Dann bleib auf jeden Fall an diesem Video dran und dann sehen wir uns gleich nach dem Intro wieder. So, wunderschönen guten Tag zu diesem Video. Mein Name ist wie immer Nico Becker. Ich habe mir heute den Saat Charme auf meine Seite geholt. Wir haben heute mal die Location gewechselt. Ja, und wir möchten über das Thema Angebotsvergleiche sprechen, denn ich höre das quasi jeden Tag bei uns in den Gesprächen mit unseren Partnern, dass so das Thema Vergleichsangebote immer weiter zunimmt. Und das ist natürlich für dich als Fachhändler irgendwie eine unschöne Situation, weil ich sag mal, man nimmt sich letztendlich die Zeit, man berät einen Kunden, man holt ihn bei sich vor Ort, man fährt dahin, man macht ein Angebot fertig. Im besten Fall qualifiziert man natürlich seine Anfrage vorher, aber trotzdem ist es ja Arbeit, die letzten Endes drauf geht. Und dann hörst du irgendwie im Nebensatz, der Kunde hat jetzt 6, 7 oder 8 Angebote ja, vorliegen. Und du musst letzten Endes zu Hause sitzen oder im Büro sitzen und Daumen drücken, dass das Ganze funktioniert. Also jetzt mal hart gesprochen natürlich. Aber das ist einfach keine schöne Situation. Also ich denke, Vergleich und Preisvergleiche, Qualitätsvergleiche, die hat es immer gegeben. Aber das ist jetzt gerade im Moment, also so ja, August 24 haben wir jetzt, wirklich eine Zeit, wo das ganze Thema ein bisschen zugenommen hat. Und wir wollen natürlich gucken, okay, was kannst du als Fachhändler wirklich für dich da tun, um aus dem Thema ein bisschen rauszukommen? Weil es kostet, wie gesagt, Zeit und Nerven und ja, am Ende des Tages auch einfach Ergebnis in Form von Umsatz für dich. Und der erste Tipp, den ich dir jetzt in diesem Video einmal mitgeben möchte oder dem Video mitgeben möchten, ist halt wirklich das Thema personalisierte Werbung nochmal aufzunehmen. Also entweder machst du das schon in irgendeiner Form oder du machst es halt noch gar nicht, dann würde ich dir dringend empfehlen, auf jeden Fall mal unsere Homepage, die letzten Endes anzuschauen, am-beratung.de und dich wirklich mal dazu beraten zu lassen, weil ein Punkt oder ein Weg, wie du das ganze Thema ja für dich so ein bisschen aus dem Weg räumen kannst, ist halt wirklich selber Kundenanfragen zu generieren. Weil letzten Endes da draußen gibt es ja viele Wege, an Neukundenanfragen zu kommen. Du kannst diverse Vergleichsportale, kannst du dich listen lassen oder von da Anfragen kaufen. Aber das sagt ja schon der Name an sich, die Leute gehen dahin, um zu vergleichen. Das heißt, du holst dir da an sich schon Leute quasi ins Boot oder ins Haus, die Preise vergleichen möchten. Und die holen ja natürlich noch mehr Vergleichsangebote ein als sonst. Klar ist das über eigene Werbung nicht ausgeschlossen, aber wenn du jetzt zum Beispiel bei Facebook, Instagram, Google eigene Werbeanzeigen schaltest oder schalten lässt und deine eigenen Anfragen generierst in deinem Namen, dann ja, hast du einfach schon mal Leute, die haben sich mit deiner Brand auseinandergesetzt, mit deinem Unternehmen auseinandergesetzt, mit dir als Person auseinandergesetzt, wenn die Werbung gut geschaltet ist. Und das gibt dir natürlich extrem viele Vorteile, wenn nachher, ja, ich sage jetzt mal, die Angebote auf dem Tisch liegen. Das heißt, Tipp Nummer 1. Sorg dafür, dass du einfach deine eigenen Adressen generieren kannst. Das ist möglich. Dafür gibt es ja einige Partner, zum Beispiel die A&M, die ich natürlich sehr ans Herz legen würde. Aber es ist, wie gesagt, wenn du damit Themen hast, wenn du es nicht schaffst, diese Angebotsvergleiche für dich zu entscheiden, dann sollte man erstmal gucken, okay, wo kommen meine Anfragen überhaupt her? So, und wenn ich das Thema dann letzten Endes schon mal vom Tisch habe, also wenn ich meine eigenen Adressen generieren kann, dann muss ich mir natürlich anschauen, okay, wie ist mein Angebot jetzt überhaupt aufgebaut? Also ist es vielleicht gar nicht so konkurrenzfähig, wie ich vielleicht dachte? Oder sagt der Kollege jetzt noch was zu? Ja, natürlich muss man also den Punkt noch ergänzend, man hat ja gar keine Auswahl dann, was in der Werbeanzeige steht, wenn man Anfragen kauft. Ne? Also du wirst ja verglichen auf eine Anzeige von Portalen, die sie bestimmen. Also du hast ja wenig Mitentscheiderecht, was überhaupt gestrahlt wird. Und ich kann dir sagen, meistens wird ja so günstig wie möglich suggeriert und es ist halt schon die Ad oder die Anzeige läuft darauf hinaus, dass Leute hier günstig und vergleichen können. Also deren ganzes Geschäftsmodell ist ja darauf aufgebaut. Ne? Ja. Und da hast du schon verloren. Und den Punkt, den du noch gesagt hast, wenn du vielleicht für einen eigenen Lead mehr zahlst, dann hast du immer natürlich deinen Branding-Effekt dazu. Ja. Das darf man natürlich nicht vergessen. Was mir letztens aufgefallen ist, wir beide haben uns letztens auch ein paar Angebote angeschaut, spannend zu dem Thema heute, von unseren Kunden, also von unseren Partnern, haben wir uns da ein bisschen was zeigen lassen, wie wäre das denn, wenn wir Kunde wären, quasi, Musterangebot. Und uns sind da so 2, 3 Sachen sehr stark aufgefallen. Und was halt sehr, sehr positiv bei manchen hervorkam, ist, dass sie sehr, sehr visuell arbeiten, vor allem im Photovoltaikbereich. Es gab schöne Vorher-Nachher-Vergleiche, wie viel spare ich jetzt nochmal, wie viel spare ich in 10 Jahren über die ganzen Monate, Anschaffungskosten und das war visuell sehr, sehr schön aufgebaut. Und dann gab es ein Negativbeispiel, da war halt wirklich nur ein Angebot, hier 20 Module, kostet so viel, fertig. Und da hast du, wenn du schon im Vergleich bist und dann visuell nicht punkten kannst, hast du ja quasi schon verloren.
Und diese Chance sollte man sich quasi nicht wegnehmen lassen. Ja. Ganz wichtiger Punkt. Du musst halt an der Stelle einfach ein bisschen ehrlich zu dir selber vielleicht auch sein. Also man muss vielleicht auch fairerweise gestehen, dass Angebote in den meisten Fällen so ein bisschen historisch gewachsen sind. Ich meine, wir sind jetzt in der Zeit, wo wir vielleicht vor 3 oder 4 Jahren das Thema noch gar nicht hatten. Da hast du ein Angebot geschrieben. Das war erstmal egal, wie es aussieht. Letzten Endes hat sich das dann durchgesetzt, wenn du halbwegs gut verkaufen konntest. Jetzt muss man halt wirklich schauen, okay, sieht mein Angebot immer noch so aus wie vor 3 oder 4 Jahren? Also ist es ganz hart gesagt einfach nur eine Preisliste und am Ende steht irgendwie eine Summe? Dann ist das vielleicht nicht mehr ganz so zeitgemäß. Also du musst dir dann wirklich die Situation vor Augen führen, weil ich merke das auch immer in den Gesprächen mit unseren Partnern. Da wird sich dann vielleicht ja immer so ein bisschen beschwert über die aktuelle Zeit. Die Leute vergleichen alle, die wollen jetzt nichts mehr kaufen. Ja, okay, das ist doof, aber letzten Endes müssen wir irgendwie damit umgehen. So, und wenn du die Situation einfach mal vorstellst, also jetzt wirklich im allerschlimmsten Fall, dein Interessent, der sitzt bei sich zu Hause am Tisch, der hat da seine 8 Vergleichsangebote vorliegen. Okay, vielleicht ist die Situation so. Aber die Frage ist, was machst du letzten Endes daraus? Wie kannst du dafür sorgen, dass dein eines Angebot von diesen 8 dann eben das Beste ist? Klar, gibt es auch Möglichkeiten, das an sich zu vermeiden. Da, wie gesagt, habe ich am Anfang ein bisschen was zugesagt. Aber es lässt sich halt nicht immer vermeiden. Und schau einfach, dass das, was du dem Kunden anbietest, attraktiv ist. Nicht nur vom Angebot selber, sondern auch von der Art und Weise, wie es aufgemacht ist. Und ich denke, dann sind deine Karten da schon mal gar nicht so schlecht. Gut, das soll es an der Stelle auch gewesen sein. Ich denke, wir werden dazu noch ein bisschen mehr Inhalte veröffentlichen, ein paar mehr Videos machen. Aber für das Video soll es erstmal gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Dann lass uns auf jeden Fall schon mal ein Like und ein Abo da. Aktiviere auf jeden Fall die Glocke, dann verpasst du keine Videos. Und hier unter diesem Video findest du jetzt noch weitere Videos, Inhalte zu den entsprechenden Themen. Viel Spaß dabei.